tutti, ich bin Luisa Occhionero di Naberin, un Köchin des Restaurant Luisella in Mannheim in die Langerote Straße. Wir sind heute hier, um zusammen zu kochen. Ich freue mich, euch in meine Küche einzuladen und wir gehen gleich und kochen wir zusammen leckere und einfache Gerichte, die einfach super sind. Bis bald, Kimpia, ciao! Salve a tutti! Heute vorbereiten wir die Orecchiette. Orecchiette ist eine typische apulische Pasta, die immer meine Oma für uns vorbereitet hat, wie viele andere Pasten. Also sie war für uns wie ein Traum. Sie hat immer diese schöne Pasta aus Apulien gewundert und gemacht. Hier haben wir wie immer zwei verschiedene Mehl, eine Hartweizenmehl etwas feiner gemahlen und eine Hartweizenmehl etwas grober gemahlen. Senatore Cappelli ist das Mehl, was ich sehr, sehr gerne benutze, weil auch eine Mehl ist, außer biologisch, kommt auch von meiner Gegend. Aber Sie können verwenden eine Hartweizenmehl und Grieß, was ihr in Deutschland findet. Hier habe ich diese Mehl zusammengemischt, mache ich das Mehl auf meinen Arbeitstisch. Arbeitstisch, der immer besser ist, wenn in Holz wäre. Aber natürlich, wenn Sie das nicht haben, können Sie auch eure Arbeitstisch verwenden. Es wird nur ein bisschen schwer, darauf zu arbeiten. Der Holz ist das Beste, wenn man Teig mit den Händen vorbereitet. Hier helfe ich mir mit einer Gabel in einer Anfangsphase. Mit der Gabel versuche ich nur kaltes Wasser. Wir haben hier nur Mehl und kaltes Wasser. Wir haben kein Ei, wir haben kein Salz. Wir verwenden nur Mehl und Wasser wie früher in die alte Zeit, weil man ein bisschen ärmer war als heute, waren die Zutaten, die immer dort hatten. Und fangen wir an jetzt ein bisschen mit dem Finger. Ich werde anfangen, mit meiner Hand zu arbeiten und nur die Finger in Einsatz zu nehmen. Ich versuche, das Mehl zusammenzubringen, indem von außerhalb in den drin nach und nach das Mehl in den Teig kommt. Gebe ich ihm ein bisschen Wasser. Das Wasser nicht alle zusammengeben, sonst nach und nach, sonst haben wir zu viele Feuchtigkeiten. Wie Sie sehen aber, unsere Teig bleibt immer so schön luftig, also weich würde ich sagen, aber nicht feucht, nicht extrem feucht. Und es ist wichtig, dass dieser Teig am Anfang nicht so hart bleibt, sonst wir geben mit dieser Geduld immer dieses Wasser und ausgleichen wir Wassermehl, bis wann unsere Teig eine Form nimmt. Also Sie sehen, ich bin noch nicht so weit mit dem ganzen Mehl. Ich versuche mit meiner Hauptmasse, jetzt das ganze Mehl zu sammeln, der auf meinem Arbeitstisch ist. Und nach gebe ich dieses Mehl in den Teig rein. Ich benutze jetzt eine Spatel, damit auch was auf den Arbeitstisch klebt, nach und nach in den Teig reingeht. Sie sehen, nach und nach jetzt habe ich auch nicht mehr nur meine Finger in Einsatz, aber fange ich an, ein bisschen den komplett Hand zu benutzen und fange ich an, vor allem meine Handball zu benutzen. Und mit dem Handball versuche ich, den Teig weiter zu kriegen. Finger und Handball. Und natürlich, mein Arbeitstisch ist noch ein bisschen mit Teig und Mehl und so schmutzig, sagen wir, aber ich versuche jetzt mit diesem schönen Teig das ganze Arbeitstisch sauber zu machen, denn ich den restlichen Teig und Mehl werde ich in meinen Teig geben. Ich sammle immer weiter, jetzt habe ich fast das ganze Mehl in meinen Teig und ich fange an, nach und nach den Teig immer mehr mit meiner Handball zu kneten. Und mit meiner Handball schaffe ich viel mehr Kraft in den Teig zu geben. Ich brauche jetzt einen Teig, der außerhalb glatt aussieht, aber auch innen drin. Der Fehler könnte sein, ja, knetet, haben wir außerhalb einen tollen Teig, aber was passiert mit innen drin?
Sie werden sehen, dass innen drin der Teig nicht so weit geknetet ist. Also es ist noch nicht so glatt. Deswegen ich empfehle euch, wenn Sie am Anfang sind, wenn Sie Anfänger sind, diese Teig zwischendurch immer ein bisschen zu zerreißen mit den Händen und zu kontrollieren, was ist innen drin. Ist es so glatt wie außerhalb? Und dann knetet ihr einfach weiter. Ich benutze meine Handball, wie Sie sehen. Und mit meiner Handball zerreiße ich den Teig und dann binde ich den Teig wieder zusammen. Und das mache ich mehrmals. Also insgesamt, wir brauchen für den Teig zu vorbereiten gute 15 Minuten und diese Arbeit zerreißen und wieder binden verwende ich auf jeden Fall mindestens 10 Minuten. Sie sehen, innen drin ist noch nicht so glatt. Deswegen, ich mache zwischendurch auf, kontrolliere ich. Zerreiße ich, binde ich wieder zusammen den Teig und knete ich weiter mit meiner Handball. Bis wann? Dann irgendwann werde ich merken, innen drin ist fast so glatt wie unsere Teig außerhalb. Und so mache ich weiter fast 10 Minuten. Zerreißen Sie ruhig den Teig innen drin. Ja? Es ist eine Arbeit, wie gesagt, ich empfehle euch als Empfänger. Irgendwann braucht ihr das nicht mehr zu machen, weil ihr werdet spüren mit euren Händen, denn, dass der Teig dann perfekt ist, außerhalb und innen drin. Okay, ich bin fast so weit. Sie können sehen, hier, dass der Teig, wenn ich jetzt zerreiße, noch einmal, der Teig sieht viel glatter aus als vorher. Und dann unsere Arbeittisch klebt dieser Teig nicht mehr. Unsere Arbeittisch ist schön sauber jetzt. Und ich kann weiter kneten, ohne dass unsere Teige an den Holz klebt. Sie sehen innen drin schön fast fertig. Ja? Schön. Ich meine, natürlich muss es schmecken, aber das muss schon der Anfang sein. Ja? Eine schöne glatte Teig außerhalb und innen drin. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, weil wir später leicht haben werden, unsere Form, unsere Pasta zu formen. Sonst, wenn innen drin der Teig nicht so glatt ist, nicht so gut gearbeitet ist, dann haben wir Schwierigkeit, den Form zu machen. Und ich knete weiter, bis wann ich sicher bin. Ich habe jetzt einen perfekten Teig, die wir auf jeden Fall mindestens 30 Minuten ausruhen lassen werden. Also wir machen jetzt wie immer eine Rolle Teig, dann bedecken wir entweder mit einem Handtuch oder mit ein bisschen Frischhaltefolie. Und das können wir, diese Teig, wenn nicht so warm ist, draußen lassen für 30 Minuten, aber sollte so heiß sein oder warm in die Wohnung, legen wir diese Teig im Kühlschrank und immer für 30 Minuten. Wir lassen praktisch diese Gluten binden. Und formen wir jetzt unsere Orecchiette. Das wird ein bisschen schwer sein. Das ist wirklich die schwierige Arbeit. Und ich kann mich erinnern, meine Oma hat uns nicht richtig gezeigt, wie es geht, weil sie wollte nie geholfen werden. Ihre Orecchiette waren 100% perfekt. Wir müssen zuerst eine Rolle machen und diese Rolle muss ungefähr 2 cm ist vielleicht zu dick, aber 1,5 wäre perfekt, Breite von dieser Rolle. Die Rolle muss gleichmäßig ausgerollt werden. Wir müssen nicht so dickere Teil haben und dünnere Teil, weil das wird dann beeinflussen die Dicke von unserer Orecchiette und dann später auch die Kochzeit. Und wir fangen an mit dieser Arbeit. Wir schneiden ein kleines Stück Teig und jetzt kommt der schwierige Teil dabei, wo ihr vielleicht ein bisschen den Geduld verlieren werdet. Ja, weil wir brauchen jetzt einen bestimmten Druck auf dieses kleine Stück.
Wir müssen drücken mit einem Messer in diese kleine Stück Teig. Bei diesem Druck müssen wir aufpassen, dass wir nicht extreme Druck geben, sonst klebt unsere Rakete auf unsere Arbeitsbrett. Wir geben einen ausgeglichenen Druck darauf und wichtig den Rand. Wir müssen ausrollen, indem wir nicht so viel Rand frei lassen. Der Rand muss auch so schön dünn sein und das ist ein bisschen das Schwierige. Nicht so machen, nicht, weil da lassen wir einen dicken Rand, weil wir mit dem Messer so vielleicht 3-4 mm nicht mitgedruckt haben. So haben wir komplett gedruckt. Also vom Anfang an drucken wir und ziehen wir den Teig auf dem Brett mit einer und bis zum Schluss, ja, ist wichtig. Vom Anfang bis zum Schluss und dann kommt auf unsere Finger darauf. Also und jetzt schauen wir uns langsam, wie das Ganze passiert. Okay, es ist nicht eine einfache Arbeit, aber es ist eine Übungsarbeit. Sie müssen das üben, üben. Und natürlich, wenn Sie Fragen haben und Probleme haben, schreiben Sie auch uns gern an. Und hier können wir die Rakete mit verschiedenen Soßen. Aber für die Soße, wir sehen uns in dem nächsten Video. Und hat euch das Rezept gefallen? Wenn ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. A presto! Ciao!